Ja, in der Höhle wurde ein Troll erschlagen, verbrannt und es wurden tatsächlich noch Knochen von dem Troll gefunden. Aber wir sind ja auch draußen und da haben wir draußen haben wir die Lilly. Und die Lilly ist an der Brücke. Meinst du die Fenja? Die Fenja, ja. Entschuldigung, natürlich die Fenja. So. Du bist ja rüber, hast dieses Mädchen Sigrid mitgenommen und bist zurück zum Hest gegangen, richtig? Mhm. Ja. Du bekommst auch mit, dass der Himmel sich zuzieht. Mhm. Und dann ertönt ein Donnern und ein Blitz schlägt irgendwo hinter der Höhle wohl ein, in ihrem Bauch. Sehr schön, dein Gesichtsausdruck dazu. Mhm. Und kurz später hörst du noch ein Donner, noch ein Blitz, der in den anderen Baum nahe der Höhle einschlägt. Ja? Wir würden uns mal sehr nah an den Stein stellen, wo wir gerade sind. Also der erste war hier ungefähr und der zweite schlägt hier ein. Ja, Chris wollte die Effekte von mir. Stein und es regnet, als ein drittes, großes, grummeliges Donnern erschallt und hier ein Blitz einschlägt. Oh, sehr schön. Die Jungs sind noch in der Höhle, als es wiederum donnert und ein vierter Blitz hier einschlägt in der Gegend. Okay. Mhm. Dann, ja? Ja, ich würde auf jeden Fall mit der Kleinen am Stein erstmal warten. Mal gucken, was da jetzt passiert, weil jetzt über die Brücke zu laufen aufs freie Feld ist irgendwie totaler Blödsinn. Ja. Der Regen prasselt weiter und der Himmel zieht sich dunkel zu. Du hast Wolken über dir, die sehen so ein bisschen aus wie ein Reiter auf einem Pferd. Und dann kommt... Die ziehen sich quasi genau über dieser Höhle zusammen. Ja. Genau über dieser Höhle. Ja, da wäre ich ja schön doof, zur Höhle zu laufen. Denn genau im ein wilder Tiger. Genau in diesem Augenblick vor der Höhle, und zwar hier an so einem spitzen Felsen, erscheint der fünfte Blitz. Mhm. Und es donnert. Die Katzen der Apokalypse. Und aus kurzer Zeit kommen drei dir vertraute Jungs heraus. Die Jungs kommen raus. Die Jungs. Ja, dann würde ich die kurze schnappen und dann doch mal zur Höhle hinrennen. Ja. Ja, die haben ja so einen Sack dabei, aus dem so dunkles Blut raustropft. Oder so ein Schleim. Und du rennst auf sie zu. Lilly kommt auf euch zu. Lilly, Fenja kommt auf euch zugelaufen. Ja, ich breite die Arme aus. Fenja, geht es dir gut? Der Troll ist erschlagen. Bleib stehen, ich renne nicht weiter auf euch zu. Aber ja. Euch geht's gut, alles in Ordnung? Ja. Ja, erstmal frische Luft schnappen, da drin hat's gerochen wie... Ja, also was. Bin auch ganz aufgewühlt. Bin auch ganz aufgewühlt. Ja, er kommt aus dem Reden nicht mehr raus, ja. Wir haben einen der Jäger gefunden, er ist tot. War das dein Tun? Ja. Ja. Der war so am Leiden. Den konnte ich nicht. Also, es gab keine Rettung für ihn. Das Ungetüm ist niedergestreckt. Wir sollten zurückgehen. Wir haben wohl noch die Spuren vom Apfelbaum. Appeltree. Ja, die zweite Jägerin muss hier noch irgendwo sein. Wir sollten zumindest herausfinden, ob sie noch lebt. Ja. Wir sind uns aber darüber im Klaren, dass das nicht der Troll war, oder? Und von welchem Troll redest du? Das war definitiv ein Troll. Das war ein Troll, aber nicht der Troll. Um welchen Troll geht es sich? Du meinst das den... Der Muttertroll, oder was? Du hast doch gesehen, er hat sich verwandelt in ein Kind. Ja, natürlich. Ja, warte mal. Er hat versucht, das ins Licht zu führen. Verwandelt in ein Kind? Nein, das hat er falsch gesehen. Der Troll hat sich verhalten wie ein Kind. Ja.
Und er hat gejammert wie ein kleiner Junge. Ja, und er hat die Stimme eines kleinen Jungen gehabt. Oh. Ja. Ja. Ich denke, das ist einer von diesen, wie habt ihr das genannt, Wechselbildern? Mm, ja, denke ich auch. Das heißt, ein richtiger Troll treibt ja auch noch das Unwesen. Mhm. Mhm. Penja, du darfst mal auf Sagenkunde würfeln. Habe ich nicht. Penja hat das aber. Und deswegen kann Penja auch drauf würfeln. Ach so. Sekunde. Aha. Also Wechselbalg. Da klingelt dir was. Ne? Mhm. Nur bei dem Thema Wechselbalg jetzt. Wie gesagt, wenn die Trolle ihre Brut austauschen, bei Männchen lassen, unterliegen die gewissen Zaubern. Das weißt du. Aber mehr weißt du davon leider nicht. Das heißt, die Trolle wachsen erstens schon mal wie Kinder heran. Ja. Entsteht ja dann ein Troll. Ihr sagt, sollten wir noch rasten, bis besseres Wetter da ist und ein bisschen Nahrung. Wir haben jetzt hier gerade Feuer. Und sollten Tage wir einmal unterwegs. Rasten? Ich weise auf das Kind. Ja. Ich weise auf den Magen des Kindes. Sie ist gebissen worden. Gebissen Feuer worden? Ist vielleicht nicht die beste Idee. Ich denke, sie ist infiziert mit dem Fluch. Haben wir das Kind danach Bisswunden abgesucht? Also das ja. Einzige, was ich gesehen habe, war ja. Kratzer. Hm. Okay. Also er hat... Das hatte auch Bisswunden. Ja, der hat halt auch wirklich Fleisch herausgebissen. Ja. Ich würde halt natürlich mal gucken, ob ich dem Kind vielleicht so ein bisschen helfen kann. Blut stillen, Wunden verbinden, so das klassische... Ja, ne, mit so einem. Du kannst einen Wurf auf Erste Hilfe machen. Ja, Ehre. Die sieht ja schon mal ziemlich mitgenommen aus, das kleine Mädchen. Wäre es vielleicht eine Idee, wenn wir mit dem Kind zurückgehen und es mal zu der weisen Frau bringen? Ja, hier von Femmeneunen. Ich meine, du hast das Pferd. Femmeneunen. Femmeneunen. Das Kind ist tot. Lass es in Frieden sterben. Also ich habe das Kind gerade erfolgreich. Anne kriegt alles mit, das ist euch klar, ne? Ja. Verbunden. Ja. Das Mädchen sitzt auch dort und als es diesen gruseligen Veidaren sieht, der sagt, das Kind ist tot, lass es hier liegen und sterben, da fängt sie vollkommen an zu heulen und schmeißt sich in Galtis Arme rein, der sich gerade dran ist, ihre Wunden ein wenig zu reinigen. Du brauchst nicht weinen, Kleines, das ist der Weg der Natur. Das ist der Kreislauf. Und du machst jetzt mal den Kopf zu, Veidare, ne? Würde ich mal sagen. Du hast ein Pferd. Ist das Pferd noch da? Hast du gecheckt? Ja klar. Er ist hinterhergelaufen. Reite doch mit dem Pferd vor. Mit dem Kind. Du brauchst du nicht wie wir 2 Tage bis hierhin. Ich würde vorschlagen, also ich kann das Kind auch dahin bringen. Ich kann und aber auch sucht, mit dem reiten. Ja, wie du möchtest. Mir ist es gleich. Ganz wie du möchtest. Wir zusammen. Ja, wahrscheinlich, also ja. Wir ich bin halt kein guter Reiter, ne? Ich bin halt gut zu Fuß, aber nicht gut zu Fuß. Lange, ja, das passt wie lange bin ich denn mit dem Pferd unterwegs? Vor und wir gucken nach den Jäger. Hm? Nach der Jägerin. Wie lange bin du ich mit unterwegs? Mit dem Pferd? Mhm. Ungefähr? Wenn ich schnell reite. Wenn du schnell reitest, gehen wir mal so kurz durch. Oh, das sind ja so um die 35, 40 Landmeilen durch das Ding durch. Und wenn du dann das Pferd mit dem Kind noch beladen hast, momentan in diesem schlammigen Gebiet. Lass mich das kurz ausrechnen. Ja, ja. Mal Cosinus. 8 Stunden. 8 Stunden müsstest du das schaffen. Nein, weil das müssen 3. Dann würde ich alleine reiten. Also wenn ich das am heutigen Tage noch schaffe, dann würde ich gucken, dass ich alleine reite. Und dann würde ich zu der weisen Frau, die uns die Runen geschmissen hat, mit dem Kind reiten und gucken, ob es vielleicht eine Rettung gibt. Nimm den Kopf mit. Ja. Von dem Kind. Wenn beide der hängt an den Schultern und da ist er auch gut. Also du hast den Sack mit dem Trollkopf drin. Und das Mädchen. Nicht alleine gehen. Nein, ich werde sie verfolgen, wenn du wünschst. Ja, bitte. Ja. Ich würde... Weinemön, ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, dass wir zusammen reisen werden. Ja, aber wie will er denn mit dem Pferd mithalten? Absolut unmöglich. Vor allem 8 Stunden. Der hat so viele Stunden schon mit dem Pferd mitgehalten, das kriegt er hin. Wir sind schon etwas länger unterwegs. Alles ist gut. Weinemön, ich denke, du bist einfach der bessere Pferdensucher von uns beiden. Ich denke, diese Aufteilung, die Balder da vorgeschlagen hat, ist durchaus sinnvoll und auch richtig. Ach so, ja, mir ist das egal. Ich bin auch kein großer Reiter oder sowas.
Gut. Boah, dann der Segen der Götter mit euch, Freunde. Ja. Wir uns gesund wiedersehen. Wir zwindeln euren Rücken, hätte ich gesagt. Ja. Manchmal ist es gut, Hilfe von allen Göttern zu bekommen, nicht nur von allen. Galti, bevor du abreist. Hm? Wie war der Name der Jägerin? Den Namen weiß ich nicht. Ich kenne nur die, also ich weiß nur, dass zwei Jäger. Weiß ich wohl. Warte, die Kleine war Sigrid. Na? Mhm. Dann war das, glaube ich, Sieglinde. Kann das? Sieglinde? Chris? So, und schon damals, wo in den Kopf explodiert ist, da hat die ganzen Informationen bekommen. Super. Sieghild. Siegbrun. Sieghilde. Ach, Trickhilde. Ach, Trickhilde. Trickhilde, sei vorsichtig. Der Name verrät viel. Das ist ein Reich. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir es auf den Weg. Ja. Also in diesem schwierigen Gelände ist natürlich für dich maximal so ein guter Einmarsch möglich. Ja, ja, ich so weiß. Ich weiß, dass ich eh nur schleppend hinterherkomme. Es geht nur darum, dass ich im Notfall... Die erste Stunde verläuft gut. Ja, wie immer. Ja, die erste Stunde verläuft gut. Für die zweite Stunde machst du mir 3 Würfel laufen. Gerne. Jetzt gibt's wieder eine Würfelorgie, Freunde. Mach mal Würfelorgie. Geil, hier läuft. Muss mal sein. Ja, laufen habe ich eine 4 drin. Eieiei. Ja, ist ja geil. Kriegst ja plus 2 auf den Wurf. Ja, ja. Aber mach einfach 3 bei dir. Sorry, das war Gassenwissen. Bitte ignorieren. Ich bin abgerutscht. 1, 3. Also ein Praxispunkt für Laufen darfst du schon aufschreiben. Du verlierst einmal 3 Ausdauerpunkte vom Maximum, merke ich mir jetzt so. Und dann machst du mir bitte nochmal 2 Würfel Konstitution. Datenblatt, 2 Würfel Konstitution. Ja, und den zweiten auch. Für die Stunde. Das sind 2. Ich habe 2 gemacht. Einer ist minus 9, einer ist 10. Also, dann machst du halt minus 6 und verzierst jetzt 6 Ausdauerpunkte. Ah, warte, nee, sorry, ich muss nochmal würfen. Ich hatte noch die alten Minus drin vom alten Dauerlauf. Ach so, okay. Hier kommen die 2. Da hätte mich auch gewundert jetzt. Ja. Dann nimmst du aber jetzt bitte minus 6 rein für deinen kritischen Fehler. Genau. Ja. Wo du dich wirklich verausschöpft. Ja. Also 2 Stunden kommst du vor. Dann mach nochmal bitte 3 Würfe für die dritte Stunde. Ja. 1, 2, 3. Oh, ja, plus 2, alle 3 geschafft. Einmal warm gelaufen. Dann nochmal für die vierte Stunde 3. 1, 2, 3. Ein nicht geschafft. Ja, dann machst du einen Konzi-Wurf und machst auch wieder minus 2 bei der Konstitution. Ja. Ein Konzi-Wurf. Minus 2. Ja, und dann für die vierte Stunde? Laufen. 1, 2, 3. Wieder ein nicht geschafft. Dann machst du einen Konzi-Wurf und wieder minus 2 bei der Konstitution. Jawohl. Und dann für die letzte Stunde noch 3. Der war knapp. Und für die letzte Stunde noch 3. Jawohl. 1, 2, 3. Wow. Ja. Warte, ich muss wieder einen Konzi-Wurf machen. Minus 2. Einen Konzi-Wurf darfst du machen, ja. Zack. Ja, dann die Konzi runter. Es ist tatsächlich so, dass die Fenja mit ihrem Pferd in dem Gelände und der zusätzlichen Last ein bisschen langsamer vorankommt als du, sodass du immer mal vorläufst, wieder was warten kannst und dir was ausruhen kannst und dann wieder ein bisschen nach vorne läufst. Und der Vedare sieht das auch. Ja, also so leicht aber auch nicht. So weit kann auch nicht gucken. 5 Stunden. Nee, wir starten und Alti zischt an dem Pferd vorbei. Der hat mittlerweile so Rasseln gebaut und macht so, ja. Wow! Was sieht dein Vedare im Auge? Ich bin Lederstrumpf. They take the hobbits to Isengard. Nach so 60 so, als die Sonne untergeht, scheint ihr dann wirklich dann wieder zurück zu sein an Gäsewann. Mhm. Ihr kommt in Gäsewann an. Ich mach erstmal bei den anderen weiter. Ja. Aber jetzt mal zur Auswahl. Ihr müsst darüber euer Auftreten jetzt nachdenken, nicht wahr? Wie sieht denn das jetzt aus? Ich meine, die sind jetzt stundenlang im Dauerlauf da rumgelaufen. Wie viel Ausdauer hat er denn jetzt verloren? Er hat 6 vom Maximum. Nee, mehr. Mehr. Ich habe, da du es wissen möchtest, sage ich dir gerne, ich habe verloren 12 Konstitutionspunkte. Nein, 12 Konstitutionspunkte, aber nur 6 Ausdauerpunkte. Ja, genau, und 6 Ausdauerpunkte, weil ich relativ gut gewürfelt habe. Also nur um das mal jetzt mal so zu erklären. Zu erklären, es ist so, genau. Der Galti ist recht schnell.
Der hat eine unglaubliche Bewegungsweite. Also eh schon 28 bei Spielbeginn. Plus den Skill Laufen kommt er auf 30 mit vier Regeln. Dann würfelt er jedes Mal nach einer gewissen Zeit. Das ist ein Einmarsch, den er macht. Damit bewegt er sich mit 6 Kilometer die Stunde ungefähr vorwärts. Also 3 Landmill in diesem Spiel. Und würfelt dann nach einer Stunde alle 20 Minuten erstmal einen Erfolgswurf Laufen. Plus 2. Ja, deswegen eine 18 reicht dann bei ihm hier in dem Fall. Wenn er hingeht und er schafft es, den Erfolgswurf Laufen, passiert nichts. Schafft den Erfolgswurf Laufen nicht, macht er einen Konstruktionswurf. Verkackt er den, bekommt er seinen Grad an Ausdauerpunkten abgezogen, aber vom Maximum. Weil wenn er zum Beispiel jetzt nur 20 hat, aber sein Maximum 30 ist, dann sinkt nur das Maximum immer weiter. Irgendwann natürlich, wenn es unter 20 sind, geht es dann noch weiter runter. Ja, ja, um es mal zu erklären, wie es läuft. Ja. Genau. Und die Konstitution ist quasi seine Zähigkeit im Laufen, wie lange er es aushalten kann. Er hat auch eine sehr hohe. Bei jedem Misserfolg, ne, immer wenn er drauf laufen muss, geht die um 2 runter. Das heißt, es wird der Zeit immer schwieriger und er wird immer schwächer, bis er es dann nicht mehr schafft. Genau. Und wenn er 2/3 nur noch seine Ausdauerpunkte hat, seines Maximums hat, dann gilt er als entkräftet, dann geht die Bewegungsweite runter, er bewegt sich schon wieder langsamer, bis er irgendwann gar nicht mehr kann, wenn er entkräftet ist. Ja, ich bin noch knapp über der Hälfte. Und das bedeutet natürlich, dass man dort damit eine spannende Entscheidung hat, ob man diesen Dauerlauf macht. Ja. Und danach aber, wenn irgendwas passiert, schwächer ist. Richtig, bis man geschwächt. Bis man sich, ein oder zwei Tage mal wieder regeneriert hat. Ja. Genau, nur um das mal auch mal verbal. Ja, es geht pro Stunde, geht die Zähigkeit um 5 hoch. Und das Ausdauermaximum, wie gesagt, es sind nicht die aktuellen Punkte, sind die Maximalpunkte, gehen runter und die verringern sich. Wenn er zum Beispiel 30 Ausdauerpunkte Maximum hat, hat er jetzt nur noch ein Maximum von 24. Das kann einen großen Unterschied machen. Ja, ja. Einen eklatanten Unterschied. Ne? Weil man kann ja auch im Kampf, kann ja auch Schaden auf Ausdauer abgezogen werden. Und wenn du auf 0 Ausdauer bist, dann bist du halt im Ass. So, ne? Dann kann er mit dir machen, was der will. Das ist hier Thema Troll. Ja. Ja. Ausdauer 0. Der hatte keine AP mehr, also hatte der gelitten. Ja. So. Es ist so schön, wenn die Spieler zum ersten Mal von sich aus AP sagen. Wieso? Also so. Also. Also, ihr beide könnt überlegen, was ihr gleich in Gerselmann macht und wie ihr auftretet, während hier vorne ihr bewegt euch Richtung Appletree. Dort, wo die Spuren weiter in die Hügel reingingen, aber in die wilde Hügellandschaft. Ja, ich will, also Balder, ne? Wir wollten ja nach dem zweiten Jäger schauen. Trickhilde, richtig. Und gibt es einen Anfang von, also wir haben ja, wir sehen ja wahrscheinlich unsere Spuren von der Hinreise. Ja. Sehen wir noch was von den alten Spuren? Ja, da musst du ein Spurenwesen drauf machen. Ja. Es regnet ja, aber es ist aber auch sehr, sehr... Du siehst alles an Spuren. Eure Spuren, die Kampfspuren, die Trollspuren und du siehst auch quasi, wie der Typ weggeschliffen worden ist. Das habt ihr ja vorher schon gesehen. Und du kannst immer noch, trotz des Regens, den Spuren von einer Frau folgen. Und ich sehe, dass das, was er vorher gegessen hat, leicht rechts im Körper verteilt ist, weil er hat rechts ein bisschen tieferen Tritt als links. Ja, genau. Und ich sehe auch, was es war. Na gut. Und wir folgen, dann folgen wir den Spuren, ja? Ja, es geht so ungefähr um die 2 Landmill rein. Durch die wilden Hügel. Ja. Nach weiteren 2 Landmill, das ist dann hier hinten irgendwo. Gucken wir, haben wir hier ein Landmill? Da ist es. Nach weiteren 2 Landmill ungefähr rein, vom Appletree entfernt, hier hinter dem Hügel, seht ihr, stößt ihr auf eine Leiche, die dort liegt. Dieses typische grüne Gewand. Leiche ist weiblich. Ja. Die grünliche Tunika ist ziemlich blutüberströmt. Die Lederkugel dort an der Seite ist aufgerissen. Die ist vollkommen mit Blut getränkt. Ja. Gott, also ich gehe, als ich das dann bemerke, mache ich zum Balder ein Zeichen. Gehe ein bisschen runter und beobachte das erstmal. 10 Minuten lang. Okay.
Und sich irgendwas regt. Ja, ein paar Krähen sind da dran. Auch hören und schaue mal so, wie sieht das Gelände denn hier aus? Gibt es Bereiche, wo die nicht einsehbar sind oder ist das sehr überschaubar? Es ist halt hügelig. Warte, ich gebe euch einen Hint. Ich habe da genug Hügellandschaften gebaut. Da haben wir doch genug. Dein Hobby zahlt sich aus. Hügellandschaften bauen. Entschuldigung, jetzt habe ich diesen Kram hier mitgenommen. Also es ist ein bisschen unüberschaubar, ja? Ja. Gut, dann auf jeden Fall erstmal gucken. Ihr seht sie quasi hier liegen. Ich mach mal. Wir haben ja noch so einen Troll bei uns. Ich glaube, der müsste auch nicht mehr sein. Nee. Ah, ich kann noch nicht bewegen. Ach so, der Troll ist noch bei euch. Den nehmen wir mal weg. Hat den irgendwo jemand hinter sich? Den hab ich. So, dort hinten liegt sie. Gut. Also wenn sich nichts bewegt nach 10 Minuten, würde ich sagen, gehen wir näher ran. Ja. Wie gesagt, die Gugel ist weg, die Augen sind rausgerissen, die Wangen sind weggerissen und gebissen. Dann teilweise ist der Brustkorb aufgeraus, da sind fehlende Innereien drin. Und überall sind so dicke Stücke an Fleisch Muskelfleisch raus. Ne? So die eine Wade fehlt, die andere ist so weggeschnitten und so mit scharfen Klauen. Die Leiche liegt an einem Baum? Die liegt hier unten. Ne, hast du es soeben gesagt, dass sie an einem Baum liegt? Nee, ne, habe ich nicht. Okay. Die liegt hier vorne. Ja. Und siehst auch die Trollspuren, die hinterhergelaufen sind und sie dann gestellt hat. Ich nehme mir, sind noch irgendwelche Habseligkeiten dabei? Ein Bogen oder so? Ein Bogen ist dabei. Ein Köcher mit Pfeilen, ein Kurzsachs. Nehme ich alles mit. Ja. Was willst du tun? Es zurückbringen. Gut, wir geben es der Familie, das ist der richtige Weg. Ja, wir geben es den Jägern, dass sie es nutzen können. ich denke, gehört sie, Familie von Jägern. Gehört sie zu den Vedaren? Nein. Das sind separate Jäger, ne? Mhm. Ja, nee, dann bringen wir das mit. Ich meine, ich habe jetzt das letzte Mal nicht dran gedacht, dass wir gespielt haben, aber ich würde die Waffen auch von dem anderen Jäger mitbringen, der in der Trollhöhle war. Ja. Ich werde dir wahrscheinlich die gleiche Frage gestellt haben. Bei leichten Fleddern hättest du echt ein Problem mit mir. er braucht es nicht mehr. Es gibt so Leute, die mit denen möchte man kein Problem haben in der Wildnis alleine. Genau. Ich lasse dich hier alleine sterben. Naja. Sagen, der Jäger ist ja, glaube ich, ein bisschen gefährlicher. Der klettert da einfach hoch und schießt von oben mit dem Bogen auf mich drauf. Ist so. Ah, cool, was mache ich? Wurfäxte. Ja, ich fäll den Baum. Ende. Ich weiß, Balder, dass ich dich hier draußen alleine einfach verrecken lassen könnte, aber ich würde das niemals tun, weil ich glaube, dass es besser ist, dein Freund zu sein als dein Feind. Ja. Es ist mir nur wichtig, dass wir die Toten auch ehren. Ja. Deswegen, also ich hätte... Aber ihr schafft es bis zum Abend nicht, ne? Ihr schafft es bis zum Abend nicht, das ist euch klar. Ja. Balder, wollen wir in die Devils, wie hieß es? Devil's Stool unterziehen? Dann wäre das unser Ziel von hier aus. Also, euer Ziel ist der Devil's Stool. Ja, ihr kennt ja die Karte, die dort ist. Mit diesem kaputten Dach. Ihr habt ja da schon mal eine Nacht verbracht. Ihr habt den Trollkopf ja glücklicherweise nicht dabei, ne? Nein, den haben wir nicht dabei. Mhm. Ja, ihr macht euch wieder ein gemütliches kleines Feuer. Habt ihr noch ein paar Äpfel, vielleicht noch ein bisschen kalten Fisch. Und so ein paar Dauerwürste zu harte. Ja. Wir haben Dauerwürste. Den Lachs. Ja. Dauerwürste harte. Was Lachs. Ihr könnt euch auf jeden Fall ein gutes Mahl machen. Also ihr habt auf jeden Fall jeder einen Apfel. Zwei Pflaumen, wenn ihr sie noch nicht gegessen habt oder verschenkt habt. Und den guten Lachs. Na, ich habe keine Pflaume mehr. Ich habe es einem Mädchen geschenkt. Das ist nicht schlimm. Dafür habe ich euch ja den Rest besorgt. Alles gut. Sag mir mal. Ja. Das mit diesen Plätzen da in der Höhle, ne? Als du den Troll erschlagen hast.
Das war kein Zufall, oder? Zeichen Aswagas, richtig. Was wollte er dir damit sagen? Dass ich gut getan habe. Ich habe das Böse getötet. Ja, ist auch sehr auffällig. Natürlich ist auffällig, das ist ein Gott. Das ist Aswagar. Bist du mit Aswagar im Bund? Also näher im Bund? Ich ehre alle Götter, aber Aswagar ist mein... Ich habe auf ihn geschworen, ja. Dass ich mein Leben in seinem Abbild lebe. Aber heute Nacht werden uns keine Blitze treffen, oder? Nicht, wenn du nichts Böses getan hast. Ich habe schon böse Dinge getan, da wurde ich nicht vom Blitz getroffen. Du siehst, dass ich ein bisschen Achseln zucke. Naja. Ja. Gut und böse liegt in einem Auge des Betrachters. Ihr dürft beide mal einen Wurf auf Hören machen. Oh nein. Oh ja. Oh no, oh yeah. Ich höre etwas. Ah, dann ist nur das Prasseln vom Regen. Ja. Das Zischen vom Lachs. Der auf den Feuer gart. Der im Fluss springt. Im Bach, im Teich. Nein. Ja, ihr habt tatsächlich habt ihr das Gefühl, draußen etwas zu hören. Ich auch? Ich sage dir das natürlich. Draußen ist was um die Hütte. Könnte ein Tier sein. Könnte Fleisch sein. Das Mauzen. Es ist vermutlich nur eine Katze, aber es könnte auch was anderes sein. Lass uns nachschauen. Ich würde einen Ast nehmen oder eine Planke oder sonst irgendwas, das ins Feuer halten, bis es anfängt zu brennen. Würde dabei dich einfach sturig angucken. Ja. Ist nass, dauert ein bisschen. Wir haben auch trockenes Holz gefunden. Ach, guck mal, zwei Leichen. Und, Leichen sind weg. Wie es sich gehört, legt man nasses Holz direkt neben das Feuer, damit es trocknet. Ja. Ja. Draußen scheint tatsächlich ein streunendes Tier zu sein. Ja, mit diesem guten Wurf auf Hören. Wenn du rausgehst, das scheint so die Größe, ja, tatsächlich Katze bis Fuchs zu sein. Ich ziehe auf jeden Fall mal meinen Bogen. Es ist mal. Ziemlich dunkel. Wie hoch ist denn die Tür? Ungefähr ein Balder. Also wird es mit meinem Langbogen schwierig, aus der Tür zu schießen. Ich muss ja dafür stehen wahrscheinlich, ne? Ich glaube, im Sitzen ist das schwierig, ne? Ja, nicht im Sitzen, aber wenn man so... Ich brauche schon ein bisschen Platz dafür, sagen wir mal so. Das ist keine Waffe für enge Räume. Hast du noch eine andere Waffe dabei? Ja, klar, mein Speer. Dann nehme ich lieber den Speer. Ich nehme eine Wurfaxt. Du hast auch noch Kurzaxt, ne? Nicht vergessen. Ja. Und ja, dann soll ich vorgehen, würde ich sagen. Ich schleiche mal raus. Achso, du willst schleichen? Ich will mal so ganz vorsichtig die Tür aufmachen und erstmal gucken. Ja, dann machen wir auf Schleichen. Und es knarzt! Ich bin auch so. Huscht irgendein Tier von hier vorne weg und verschwindet. Wo? Von wo? Von hier. Oh. Naja. Aber was heißt irgendein Tier? Konnte man irgendeine Größe? Du kannst auf Tierkunde würfeln. Also, grundlegend. Ach, fuck. Nein, das ist der Falsche. Er verschmilzt mit der Tür. Er springt hier. Ja. Es ist eindeutig ein Fuchs. Aber ein relativ kleiner gewesen. Das kannst du gut erkennen. Also, weil das war ein Fuchs.
Nichts Besonderes. Wenn ich leise gewesen wäre, hätte ich noch einen Pelz mitbringen können. Richtig. Na gut. Jagt ihr in euren Gefolg viel? Bitte? Jagt ihr in euren Gefolg viel für Fälle? Ja, natürlich. Das ist die Grundlage unserer Lebensart. Wir ziehen den Rentieren hinterher, wir ziehen den Pelzen hinterher, bis hoch in den Norden. Wir reisen durch das ganze WLAND auf der Jagd. Reist du mit uns nach Birkeblö, oder wie das Ding heißt? Blöblöblö. Blöblöblö. Stadt Westen. Was wartet Boras. Nach Boras. Boras. Ja, reist du mit uns nach Boras? Was ist in Boras? Was wartet da auf mich? Ich habe vielleicht einen Kontakt, einen Händler, der euch die Fälle abkaufen wird. Oder ich vielleicht auch. Fälle mehr. Richtig, aber. Vielleicht für nächstes Jahr. Genau das ist mein Plan. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Denn die Preise sind in den letzten Jahren gefallen. Ich habe gehört, dieser Harald. Dieser Harald. Der Halvar. Halvar, der Jarl des Dorfes, hat wohl momentan den Verkauf unter sich. Ja, nicht nur da. Ich verkaufe ja, ich bin ja aus dem Drachental oder so. Wie hieß es, Drachenwald oder Drachental? Ja, Drachenwald. Ne? Drachenwald. Da haben wir immer verkauft, direkt vor Ort. Es wurde immer weniger, von Jahr zu Jahr. Deswegen bin ich hier durch die Donnerebene gewandert. Und dann komme ich hierher und musste natürlich mein Bärenfell diesem Menschen in den Rachen werfen. Aber du hast das Geld ja wohl wiederbekommen durch Galti, ne? Ich habe Geld bekommen ich habe es ja verkauft, das Fell, aber für einen sehr niedrigen Preis. Wie von Galti? Nein, du hast es doch von Galti wiederbekommen. Also Galti hat auch mit Halvar einen Pakt getroffen. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe einen besseren Deal für dich rausgeschlagen, dass er dir mehr für das Fell gibt. Ja. Mhm. Das war die Bedingung dafür, dass ich mitkomme. Kannst du mal sehen. Gehen wir mal weiter nach Gersuvan. Das Geld habe ich aber nie erhalten. Ja gut, das war, wie gesagt, das war halt die Prämisse dafür, dass wir den Troll töten. Ja. Ne? Ja. Also er hat halt gesagt, hier, wie sieht das aus, bla bla bla, mein Sohn ist trollifiziert und ich habe gesagt, die große Fenja kann dir bestimmt helfen und wenn die große Fenja geht, dann gehe auch ich, aber ich habe einen bescheidenen Preis und der ist, dass du dem Vedaren einen ordentlichen Preis für das Bärenfell gibst. Ah. Nur mal so, by the way. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, habe ich dir angegeben, das Geld, jetzt macht euch keine Sorgen wegen dem blöden Geld. Nö. Ja? Ich will mein Geld! Ich gebe auch gar kein Geld aus. Sag der Spielmeister mit einem Thron voller Rubine. Einen Klumpen, eine Kante, aber mehr nicht. alles gebrochenes Gold. Das kümmert euch nicht um Geld, sagt der Spielmeister mit seiner goldenen Badewanne. Feinsten Zobelpelz. Also, Gäsewan. In Flammen. Wir würden. Kommt vorne an. Wir würden ein bisschen außer Sichtweite. Fenja ist mit Sigrid zusammen auf Hest unterwegs. Ja, ich warte ungefähr eine halbe Stunde von Gäsewan entfernt, warte ich auf die beiden. Weil ich A, nicht alleine vorpreschen will und B, mit Fenja quasi noch besprechen möchte, wie wir da auftreten wollen. Genau. Ne? Ja. Ich als Berater kann ja schlecht vorlaufen, einfach so. Würden ja auch die Sachen mal eben, also zumindest die Kleidung mal eben wieder ordnen, dass man nicht völlig zerstört aussieht, sondern da hoch erhobenen Hauptes ankommen kann. Schön heroisch, ja, genau. Ja. Ja. Sie sind angeritten, stehend auf dem Pferd, mit dem Kind in ihren Armen. Fenja, ja. Ehrenwerte Fenja, wie hast du vor, in Gänsewan in Erscheinung zu treten? Ich denke, es ist wichtig, dass du dem Halvar direkt Bericht erstattest. Aber ich denke auch, dass es wichtig wäre, dass jemand direkt das Kind und den Kopf zu der Vedaren-Frau bringt. Ja.
ich weiß nicht, ob wir das Kind, ob es klug wäre, das Kind quasi zurück an diesen Ort zu bringen, wo Egil eventuell, sagen wir mal, impulsiv auf sie reagieren könnte und Halvar vielleicht versuchen möchte, das zu vertuschen. Ja, weil ich traue ihm noch nicht wirklich und ich sehe das Kind im Moment in großer Gefahr, sobald es die Halla betritt. Die Frage ist, wie möchtest du, dass wir uns aufstellen? Soll ich lieber bei dir bleiben und wir ziehen das komplett durch? Zu dritt? Es ist vielleicht die Frage, ob wir erst zusammen zu der weisen Frau mit dem Kind und dem Trolltopf gehen. Mit dem Trollkopf gehen. Ja, aber nach dem Recht müssen wir dem Herrn der Haller vorsprechen, wenn wir in sein Lager kommen. Das gebietet die Gastfreundschaft. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn der Trollkopf erstmal bei mir bleibt und ich dem den Kerl vor die Füße werfe. Um zu zeigen, wir haben den Troll erledigt. Wir haben das geschafft wir vier haben es geschafft. Und dass du währenddessen vielleicht mit der Kleinen unauffällig zu der weisen Frau gehst. Chris? Ich reach halt mal ganz kurz, weil ich habe sie nicht drin bei mir. Wen hast du nicht drin? Mich. Ach so. Die Sache ist die Mutter der Vedaren braucht den Kopf des Trolls. Ah ja. Um das Kind zu heilen. Nein, so. Hat sie nie gesagt. Sie hat gesagt. Doch, hat sie gesagt. Du warst gar nicht im Zelt mit. Ich war im Gespräch nicht dabei. Also. Ja, deswegen rede ich ja auch. Ich war jetzt nicht dabei. Deswegen rede ich ja jetzt auch mit der Fenja. Die Vedaren-Mutter sagte, sie braucht den Kopf, um die Infizierten heilen zu können. Ja, okay. Von daher, lass es uns vielleicht so tun, dass wir gemeinsam zu Halvar gehen. Dass wir ihm rein Wein einschenken, dass wir ihm den Kopf zeigen, dass wir unsere Belohnung fordern und dann mit dem Kind zur Mutter gehen. Wenn er uns dann betrügen will, dann wird er es eh tun. Dann wird er uns den Weg zur Mutter absperren oder wird versuchen wollen, das Kind zu töten oder sonstiges. Ich würde mal an das Kind herantreten, würde mal gucken, wie sie so aussieht, ob sie quasi die Wunden noch relativ gut wegstecken kann, also ob sie diesen Weg noch schafft. Nee, dass sie diesen Weg noch schafft. Ah, okay. Ne, weil es ist halt ein echt kleines Kind, die hat jetzt echt viel Martyrium mitgemacht. Ja, 14, ne? 14. Also. Ja, ist aber trotzdem klein. Gut, heiratsfähiges Alter für Nordmänner, aber trotz alledem ist es halt ein Mädel, was da irgendwie, ich weiß nicht wie lange, in so einer Trollhöhle als irgendwie schnell im Biss gedient hat. Und die ist halt echt fertig, glaube ich, weil die wird auch nicht so das gute, nährende Mahl bekommen haben oder irgendwas. Sie ist sehr geschwächt, ne? Man müsste sie stützen. Dann würde ich vorschlagen, dass ich das Kind nehme. Ich trage es auf meinen Schultern. Wird dem Kind vorher meinen Mantel etwas von meiner Kleidung geben, dass man die Wunden vielleicht auch nicht direkt auf den ersten Blick sieht, dass Halvar die Wunden nicht direkt auf den ersten Blick sieht. Mhm. Ja. Damit er nicht unbedingt einen Anlass hat, das Kind sofort zu töten, um irgendwas zu vertuschen. Mhm. Okay. Ich würde das Kind trotzdem tragen, glaube ich. Ja, weil ich glaube, sie ist nicht in der Lage, da alleine auf Hess zu reiten. Ich habe sie ja eigentlich vor mir auf den Arm. Ah, okay. Ja, gut. Ja, dann komm so reingeritten und ich kündige euch an. Was hältst du davon? Das finde ich sehr gut. Okay. Ein bisschen unangenehm, aber sehr gut. Gut. Reden wir davon, dass Baldr den Troll getötet hat? Ich denke, alles andere wäre falsch. Natürlich. Ihm sollte der Ruhm zuteil werden. Auf jeden Fall. Und wir werden noch. Du bist die Skaldin, du darfst die Geschichte erzählen. Du darfst die Geschichte erzählen, ja. Ich werde auch jedem erzählen, dass deine Anwesenheit quasi Inspiration war. Ja, dass unser Blut dadurch in Jagdlaune kam. Nicht wahr? Du weißt schon. Ja, ja. Wie müssen wir hier deinen Stand verbessern? Ich meine, an sich haben wir alle den Troll getötet, aber Baldr hat den letzten Schlag und das meiste Risiko aufgenommen. Naja, viel Risiko hat er jetzt nicht, aber gut. Er ist in der Höhle getaucht. Nein. Also zumindest das Risiko zu ertrinken. Ja, das ist ja, das, also diese Eglier, ne, die sind, man sieht, sagt ja, Eglier sind ja sehr verwandt mit Walrössern. Ja, von daher, das erklärt auch die Statur, der Geruch, nicht wahr? Ja, das diese, kommt schon sehr nah. Die Bärte, die so wild wallend überall in alle Körperöffnungen wachsen. Ne, also da darfst du jetzt nicht so viel drauf geben. Ne? Also die sind auch im Wasser besser aufgehoben als an Land.
Du weißt, dass die Haller gleich voll sein wird von Egeljan, ne? Deswegen sage ich das ja auch vor der Haller. Ja, ich bin ja nicht blöd. Also, vier kultivierten Stämme, wir müssen zusammenhalten, Felja. Ja. Ne? Diese Barbaren versuchen sich hier eh im Godenland breit zu machen, was ich eh mit gemischten Gefühlen sehe. Aber nichtsdestotrotz, dann halten wir daran fest. Und nachdem wir mit Halvar geredet haben, bleibst du vielleicht, wenn es möglich ist, noch bei Halvar und erzählst deine Geschichte und bindest ein bisschen die Aufmerksamkeit. Und ich versuche mit dem Mädchen so schnell wie möglich zur Mutter zu kommen, ja. Damit es da eine Heilung gibt. Ja. Ne? Bevor er den Kopf für sich beansprucht, für seinen Sohn. Mhm. Mhm, gut. Ja, dann würden wir das so tun. Ja. Ja, ihr kommt jetzt hier ans Nordtor. Es kommen natürlich direkt ein paar Leute an. Ja, klar. Mit aufgeregt schauen. Da es regnet, sind natürlich nicht so viele unterwegs. Die meisten halten sich in den Hütten am Feuer auf. Und dann rennt einer direkt zur Halle. Ja, klar. Sie sind zurück! Sie sind zurück! Ruft er. Ja, da stehen Leute rum, sagst du. Ja. Ja, dann. Das Mädchen ist ja klar zu sehen, nicht wahr? Ja, dann. Ja. Dann rufe ich auch, ne? Dann rufe ich auch. Macht Platz für Fenja Lovisnotir. Macht Platz. Sie machen natürlich direkt alle Platz. Ja, sie hat Sigrid gerettet. Mhm. Das hörst du dann auch durch die Leute schreien bis hier vorne zur Halle ein. Ich würde hoch erhobenen, also gerade und stolz auf meinem Pferd da reinreiten, an den Leuten vorbei, direkt zur Halle. Zur Halle. Genau, und zur Halvar. Ist der drin oder ist der draußen? Ja, Sekunde. Der ist in der Halle. Und ihr kommt dann dort an. Ja. Ich würde nicht absteigen. Okay. Ich würde einfach mit dem Hest in die Halle reinreiten, weil ich habe ja auch das Kind auf dem Arm. Ja. Lol. Okay. Halvar. Verzeiht mein forsches Eindringen. Das soll keine Kränkung eurer Gastfreundschaft sein. Wir haben Sigrid gerettet. Der Troll ist tot. Deswegen liebe gute Absprachen. Ich sehe, schauen, alle schauen dich an, während du mit dem Hälften das haben wir auch gesagt. Und dem Mädchen dort in der Halle reinreitest. Das haben wir so nicht gesagt. Halle. Das haben wir denn gesagt. Und du siehst sofort Ragnor. Kohl, die Waffen greifen und aufstehen. Ja? Und Halvar steht auf, ist ein wenig irritiert. Du merkst, er wird auf einmal sehr aggressiv und sagt, das kann jeder sagen. Moment, was hat der Troll getötet? Wo ist der tote Troll? Ich würde den Kopf hochhalten. Hier. Die rennen jetzt nicht mehr so forsch nach vorne und stoppen dann direkt hier. Ja. Der Troll ist tot. Ja. Ach ja, so das Kind ist gerettet. Fenja Lovisnotir, bringt den Beweis. Nimmst du ihn raus, den kaputten Trollkopf? Aus dem Sack? Ich würde ihn oben. Hat er Haare? Dann würde ich ihn an den Haaren halten. Ja, tatsächlich. Nur so ein Stückchen aus dem Sack. Ja. Die halten jetzt wirklich alle ein. Ne? Hier an den Seiten wird getuschelt. Hier wird getuschelt. Und hier steht eine Frau auf. In so sehr hellen blauen Tuniken. Mit so einem großen Mantel drumherum an der Seite. Mit so einer Fibel. Die Fibel ist reich verziert. Die Fibel ist quasi wie so ein kleiner Speer gemacht, wo drumherum Korallen und Muscheln und sowas dran sind. So als eingedeutet aus Silber. Ne? So ein Silberberg. Plus da irgendwelche wahrscheinlich auch glitzernden Steinchen drin sind. Mhm. Ne? Die hat halt so eine Mütze auf, die auch in so Höhe blau ist. Und die sagt dann, Halvar, du solltest ihr danken. Und du siehst ihn zähneknirschend. Dann seid's wieder gestern an meiner Tafel. Ich würde hingehen und dir das Kind abnehmen, damit du vom Pferde steigen kannst. Ja? Mhm. Ich würde das Kind auf meine Arme nehmen, die so festhalten. Ne? So, dass der. Ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Und dann in die andere Hand quasi den Sack nehmen. Ja. Mhm. Wird dir zunicken, ne? Quasi das Zeichen geben, dass du mit der kleinen
abhauen soll, ja. Abhauen soll's, genau. Und ich würde versuchen, halt mit möglichst viel Adel, den ich irgendwie aufbringen kann, nach vorne zu Halber schreiten. Mit jemand, der vorne steht, noch das Pferd in die Hand drücken. Ja. Ja, es kommt direkt jemand an, Aika, nimmt sich das Pferd und fragt, darf ich das Pferd nach draußen bringen? Ich würde ihm zunicken und keine weiteren großen Worte entbehren. Ja. Freundlich zunicken. Er nimmt Hest und schreitet damit nach draußen. Ja. Das natürlich dann noch wieder rein. Tja, was wollt ihr machen? Ich würde nach vorne zu Halva gehen. Ich würde hinausgehen mit dem Mädchen. Ich würde mich verbeugen und sagen, großer Halver, wie ihr seht, ist der Troll tot. Er ist erschlagen worden von Balder und von den Gefährten an sich. Dieser wird keine Gefahr mehr für euer Land sein. Für dieses Land sein. Für dieses Land. Und wo ist Balder? Wir sind mit dem Pferd vorgeritten. Die anderen werden noch nachkommen. Aber reitet alles morgen vor für ein großes Besäufnis. Hab Dank. Und dann will ich morgen bald das Geschichte hören. Ich glaube, er wird sie mit Freuden vortragen. Hm. Oder? Nein. Wir erzählen. Oder vielleicht sind auch schon. Ganz kurz, Fenja. Ja. Du bist die Skaldin. Weiß, ich versuche. Wenn jemand eine Geschichte erzählt, dann solltest du das sein. Ja. Ich hab's gerade versucht umzudrehen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. War schön mit euch, ne? Dann bis morgen. Ich übernehme das. Genau. Hier so, Höhle, Troll, tragen. Er weist wieder auf diesen Stuhl hin. Hier steht diese Frau auf. Mhm. Ne? Und Ragnar guckt dir schon böse zu. Ragnar, ne, steht dort, als du ihm vorbeigehst, ne? Ich würde jetzt knicken. Du siehst, dass er sich breiter macht, dann aber einen Schritt zur Seite geht, dass du gut vorbeikommst. Mhm. Ja? Dann setze ich mich doch. Die setzt sich auch hin, dreht sich zu dir um, ne, dass die Beine so breit sind, ne, so ein Bein auf jeder Seite. Sagt, ich bin Galdi. Hallo Galdi. Ich bin hier wegen des Tinks. Ich bin aus Spitborg. Oh, von Spitborg hat man schon sehr viel gehört, sehr viel Gutes. Schön, euch kennenzulernen. Ich denke, dass ich das doch mit den ganzen Rassisten drin. Nein, ich denke, der Jarl wird euch einladen. Oh. Danke. Mhm. Jeder freie Mann ist ja, mit ihrem Gespräch anfangen über Plänkeleien, was man alles so über die Gegend weiß und so versuchen irgendwie so ein bisschen Gespräch in den Raum zu kriegen, vielleicht schon mal so ein paar Sachen anerzählen, was wir erlebt haben, aber nicht die volle Geschichte. Und ich würde versuchen, auch dass Halber ins Gespräch eingebunden ist, sodass er sich keine weiteren Gedanken machen kann. Er versucht natürlich herauszufinden, was passiert ist, ne, und stellt immer wieder Fragen nach, wird dann mal wieder von anderen auch ein bisschen aufgehalten, weil du ja morgen erst die Geschichte erzählen wirst. Ja, ich würde auch immer nur so drumherum erzählen. Ich würde nicht genaueres erzählen, sondern halt so ein bisschen diese Vorfreude nähern, die Geschichte morgen zu erfahren. Aber so, dass es halt, dass er immer noch im Gespräch gefangen ist. Ja. Mir von ihm alte Kriegsgeschichten anhören, was er schon alles in seinen langen Lebensjahren erlebt hat. Ja, die tragen jetzt ziemlich dick auf mit schlechten Geschichten. Perfekt. Die werden halt immer ein bisschen dicker, du merkst, sie sind übertrieben, sie sind auch nicht gut erzählt. Das kann keiner von ihnen. Die Galdi ist halt quasi eine Godin, die, wie gesagt, morgen auf dem Ting, also nicht übermorgen auf dem Ting anwesend sein wird. Morgen gibt es halt das große Besäufnis, wenn die Geschichte erzählt wird. Ja. Und du wirst erstmal gut bewirtet. Sehr schön. Nicht wie so einen tollen Eintopf, ne, typisch godrische Art. Aber diesmal wirklich mit, was man dir auch bringt, ist schon ein richtig dickes Stück Lendenfilet. Finde ich gut. Mhm. Und dazu wird dir auch guter Met gereicht. Mhm. Aber nur ein Glas heute, weil der Rest ist dann für morgen, wenn wir die Geschichte hören. Ja?
mein Problem. Ich trinke auch Bier. Ja, aber es wird da mal ein recht gutes Bedenken geben. Das Wässrige auf dem Tisch für die normalen Gäste, dieses etwas leicht schalere jedes Mal, wird nicht geben. Wundert es auch, das muss ein ziemlicher Geiz halt sein, ja? Weil anstatt einmal das frische Bier auszuschenken, was dann lecker ist, lässt er das frische Bier wahrscheinlich erst schal werden und legt das wieder rauf. Kann ein Prinzip sein, genau wie das Brot. Wenn es ein bisschen älter ist, dann isst man nicht so viel davon. Weißt du? Mhm. Frisches Brot ist einfach zu lecker. Aber diesmal kannst du es dir wirklich schmecken lassen. Das mache ich. Ja. Ja, dann kommen wir doch hier zu Galti. Ja. Ich trage das Mädchen Flux durch den Regen zur Hütte der Vedarenmutter. Ja. Und würde kurz vor dem Zelt warten, weil da bestimmt auch bewaffnete Vedaren stehen, die mich abfangen wollen würden, würde ich einfach vorpreschen. Galti, Sohn des Orm bin ich. Ich trage das Kind Sigrid bei mir, welche vom Troll gebissen ward, und auch den Kopf des Unholdes, so wie es die Mutter wünschte. So lasst mich hindurch, auf das eure Frau Mutter einen Blick darauf werfen kann. Dieses Zelt wird aufgeschlagen, wieder hängen dort diese Felle und sowas herunter und irgendwelche komischen Knochen. Und es ist hier reinkommen, leg sie direkt hier hin. Ich werde mich ihrer Wunden annehmen. Ja, ich würde das Mädchen dort hinlegen und würde mich auch dazu setzen, um mir das anzuschauen. Habt ihr den Troll erschlagen? Ich war es nicht. Aber ich habe gegen ihn gekämpft und hier ist der Kopf als Beweis, dass er tot ist. Sie nimmt den Kopf. Dann sorgt dafür, dass die anderen beiden Jungs noch kommen. Und dann lasst mich diese Nacht allein. Ja, gut. Ja, ich denke, sie weiß besser, wie man damit umgeht. Dann lasse ich mich halt wieder wegschicken. Würde zu Fenja gehen. Ich weiß nicht, wie das noch in Erinnerung ist, aber ich hatte mit Halber abgesprochen, dass er den Jungen und den Jungen von der Familie Gorm oder Gust oder Gast oder so zu der Frau bringen lässt schon. Ja, ach so, schon dahin bringen lässt, okay. Ja, aber da die wahrscheinlich ja nachts immer austicken, wird der wahrscheinlich auf uns gewartet, denke ich es allein von der Logik her, dass er die jetzt nicht 3 Tage in irgendeinem Zelt sitzen lässt. Von da würde ich halt zur Halle gehen, um Fenja Bescheid zu sagen, damit Fenja Halvar Bescheid sagen kann, dass die beiden Jungs holen, dass die beiden Jungs dann hingebracht werden. Du weißt, Laufwege, dies, das. Darum bin ich Läufer geworden. Dann laufe ich mal zurück zur Halle. Ne? Schüttel mir quasi ein bisschen den Regen aus meiner oder von meiner Kleidung, da wird ja nichts durchkommen, und würde dann zu Fenja schreiten. Mhm. Relativ unbehelligt. Also, ich bewege mich relativ frei. Mir ist ja Gastrecht zugesprochen worden. Und dann würde ich das Fenja so ins Ohr flüstern und ihr sagen, die Mutter hat das Kind. Sie erwartet die beiden Jungen, also Egil und den Sohn der Gormsippe, um die beiden diese Nacht zu behandeln. Sie wünscht ebenfalls, diese Nacht alleine zu sein. Wenn du mit Halvar sprichst, sag ihm das bitte. Dass er seine Kinder dahin schicken soll. Und vielleicht sollten wir auch über die Belohnung reden, oder hältst du das für den falschen Moment? Da sollten wir ungefähr in einer halben Stunde drüber reden. Wie ich so unterm Tisch so ein bisschen am Ritzen bin in einen der Hirsch oder der Geweihe. Nee, Silbermünze. In so einer Silbermünze am Rumritzen bin. Ich bespreche das mit Halvar. Kein Problem. Danke, wenn du mich suchst, ich sitze hier hinten am Tisch. Ja. Okay. Ja. Oder ja, hier sitze ich halt blöd, so zwischen den ganzen Dödeln. Ne? Mhm. Da will ja keiner sitzen. Und ich bin ja eh nicht so wichtig. Deswegen würde ich mich hier so hinsetzen, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist meinem Stand angemessen. Ja, und
würde gucken, was du so tust und würde mir so die anderen Leute angucken, wie die so auf die Fenja reagieren und so ein bisschen das Ding so ein bisschen im Auge behalten, weil ich traue der ganzen Nummer halt hier immer noch nicht und den Aguilern halt auch nicht und so ein bisschen den Rückweg im Auge behalten und würde vielleicht ein kleines Gebet sprechen, schon sehr dankbar dafür sind, dass wir diese Sache überlebt haben, weil so ein Unhold ist halt auch in 90% der Fälle der Tod des Sterblichen. Zumindest wenn man so die alten Sagen und Geschichten hört, sind halt wirklich nur sehr, sehr wenige Auserwählte in der Lage oder sehr glückliche, solch ein Unhold zu besiegen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das alleine nicht geschafft hätte. Und deswegen würde ich ein kleines Stoßgebet an die Götter senden. Vor allen Dingen auch, dass sie Fenjas Schritte im Wirtsnamen die zukünftigen Schritte, dass sie diese mit sehr viel Weisheit begeht und dass ihr da quasi keine Fehler unterlaufen bei den Dingen, die sie in Bälde zu tun gedenkt. Ja. Ne, so ein kleines, ja. Dann, du siehst ein paar Leute zu dir kommen, die sich um mich herum setzen. Das war nicht, also ich wollte kein lautes Stoßgebet machen, ich wollte eins für mich machen. Ja, ja, das ist ja okay, aber die kommen danach, lassen sie in Ruhe und setzen sich dann aber so dahin. Ja. Und erzählt mal, was ist denn passiert? Wo sind die anderen beiden? Sind sie tot? Okay. Hat der Troll sie erschlagen? Meine Freunde, ich weiß, wie wichtig die Geschichten für uns Sterbliche sind und dass eine gute Geschichte Mut und Courage fördern kann. Doch ich möchte nicht vorweggreifen, denn Fenja sagte ja, dass sie die Geschichte erzählen wird. Ich bin nur ein Zeuge dessen, was geschehen ist. Ich bin ein einfacher Mann. Und ich kann euch sagen, Großes ist geschehen. Ja, es war nicht das Werk eines Einzelnen. Ein bescheidener Mann wie ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, dass die Götter mit uns waren. Und darauf würde ich ganz gerne meinen Krug mit euch erheben. Dass wir die Götter ehren und in ihrem Sinne handeln. Der und Krug dass wird nach oben gehoben. Ihre Augen auf uns ruhen mögen, in ruhmreichen Taten und in glorreichen Geschichten ewiglich diese Helden weiterleben mögen. Ja, und sie stimmen alle an, was du sagst, Galti. Sköll. Und stoßen mit dir an. Und die Krüge leeren sich recht schnell. Ja, aber da die Leute sich ja direkt in das Fass gesetzt haben, gibt es immer wieder Nachschub. Schön. Heute ist noch nicht das Besäufnis, heute ist ganz normaler Pegel. Heute ist ganz normaler Pegel. Ja, dann. So nach einer längeren Zeit. Ja, ich hätte mit Halvar direkt am Anfang gesprochen, dass die Jungs jetzt zu der weisen Frau müssten, da sie damit anfangen würde, bla bla. Wie funktioniert das nochmal? Muss er das haben oder muss ich das haben? Du musst ihm das schenken. Okay. Dann, werter Halvar, ich sehe, euer Krug ist leer. Ich würde nochmal neues Bier holen. Ich würde mir seinen Krug greifen. Relativ. Mhm. Bestimmt. Würde aufstehen. Würde das Bier füllen. Würde um den Tisch herumgehen zu ihm. Würde kurz, bevor ich bei ihm bin, ihr scheint was verloren zu haben oder du scheinst was verloren zu haben, würde mich bücken. Du kannst ihm das offen schenken auch, ne? Ja, aber der, meinst du nicht, dass dem das auffällt, wenn da eine Rune in der Münze ist? Ja. True. Du kannst eine Silbermünze haben, du kannst ihm das offen schenken. Aber dann fällt sie mir auf. Ja. Ich bete. Ich will aber nicht unbedingt das. Auch so. Ja gut, du legst die Münze auf den Tisch. Nein. Leg mal eine Silbermünze. Ach so. Du gibst ich würde mich bücken. Das ist doch gut. Ihr habt was verloren. Scheint was verloren zu haben. Genau. Würde ihm seinen Humpen geben. Würde die Silbermünze auf den Tisch. Ich würde sie ihm in die Hand geben. Ja, Würfel, schmeiß mal die Silbermünze raus.
Ja. Als du sie ihm geben willst, schaut er sich sie an. In dem Augenblick, wo er ihn nehmen will, fällt ihm die Rune sofort auf. Chris, du hast gesehen, was ich gemacht habe? Ah, okay, ja. Nee, ja. Aber die gesagt, richtig gut, super. Aber du darfst mal würfeln, Fenja. Ja. Eins kriegst du aber noch. Was ist mit der Katze da los? Sie bedankt sich, ich habe ihr eben gerade Futter gegeben. Mega räudig. Die hört sich an, als würde die gerade irgendwas reißen. Ja. Die hat auch eine Maus im Mund. So wie sie es gehört vom Tier. Ja. Du siehst, wie er dich anschaut und dann die Münze nimmt. Mit so einem grummeligen Gesichtsausdruck. Mhm. Und sie direkt in der Tasche verschwinden lässt. Vielen Dank dafür. Halvar, wo wir uns hier gerade sehen. Rein zufällig in dieser Halle, die dir gehört. In dieser Halle, genau, die dir gehört. Sollten wir uns nochmal über die Bezahlung unterhalten für die Tötung des Trolls. Da war ja einiges vereinbart. Das haben wir, Galti und ich haben das vorher natürlich besprochen. Gebt uns denn vor. Gönn dir. Lass mal richtig gehen. Ja? Denn angemessen. Zum Beispiel, du bist doch aus einem adligen Haus, ne? Wie ist denn mit so einem Exklusivhandelvertrag? Hm? Das kann ich aber nicht für meine Familie verhandeln. Was denn? Schenkungen? Achso. Ne? Du weißt ja, der hat jede Menge Fälle. Und du weißt, Baldr ist auch im Sinne von Fällen hier. Ja. Ich habe dir erzählt, dass der Gorm mir quasi ein riesen Lagerhaus voll mit Fellen gezeigt hat in der Stadt, was er nicht verkaufen kann, weil Halvar das ganze Fell zurückhält. Ja. Ansonsten hatten wir abgemacht, dass der Vedar einen ordentlichen Preis bekommt für das Bärenfell. Was der Baldr jetzt genau wollte, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, der wollte es einfach nur so machen für die Ehre, ne? Weil sein Gott gesagt hat, hier, geh mal los und töte mal irgendeinen Schrat. Und der so, ja, gönn. Ne? Nicht so ganz. Ja, aber da war ich nicht dabei. Deswegen kann ich halt legit nicht 100% sagen, warum er das tun wollte. Er hat halt nur, ich habe nur mitbekommen, dass er direkt von Anfang an gesagt hat, du hast meine Unterstützung zu ihm. Ne? Ja. Weil das wahrscheinlich so ein Sippending ist. Ne? Ja, das ist alles, was ich darüber weiß. Und du kannst dir im Endeffekt was aussuchen. Ne? Keine Ahnung, eine Rüstung aus purem Gold oder whatever you want. Okay. Lass mal richtig gehen. Also, du Rüstung aus purem Gold würde mich auch bringen. Nein, wie auch? Nein, aber das ist nur ein Beispiel. Wenn sie jetzt sagt, keine Ahnung, was weiß ich, als Dankbarkeit hältst du mir 3 Tage ein Fest und keine Ahnung, was weiß ich, du lässt mir eine Statue aus Holz hier hinstellen oder erzählst jedem, was weiß ich, dass die großartige Fenja quasi mit den Troll getötet hat oder was auch immer. Sie kann sich das ja aussuchen, ne, im Endeffekt. Ja. Was sie fordert, ob er es dann macht, ist ja wieder eine andere Nummer. Ne, ja. Aber sie kann ja sagen, keine Ahnung, bessere Waffen oder bessere Rüstung oder ein Pferd. Keine Ahnung, Rudelhunde. Okay. Eine Kuh. Ja, Halvar. Wir sind zu viert losgezogen, um einen Unhold zu töten. Ich möchte es nur noch mal erwähnen, wir haben es mit 4 Leuten geschafft, einen Unhold zu töten. Ich denke, das sollte eine angemessene Bezahlung auch wert sein. Es ist nicht unser Land, in dem wir hier leben. Ach, nein. Es ist nicht unser Land, in dem wir leben. Wir sind nur zu Gast. Ich nicht. Oh Mann, ich mute mich jetzt. So. Wisst ihr, ich und meine Aufmerksamkeit, das ist eh so ein Ding, ja? Ich gucke die ganze Zeit noch. Das wird nichts mit einer ordentlichen Belohnung. Such dir einen Fixpunkt außerhalb deines Bildschirms. Ja? Such dir irgendwo in deiner Wohnung einen Fixpunkt außerhalb deines Bildschirms. Halvar. Und, genau. Und dann redest du mit diesem Fixpunkt und achtest nicht auf die Vögel, die da Faxen machen. Okay? Wer macht denn Faxen? Ich glaube an dich. Absolut irrsinnig, wir haben keine Faxgeräte mehr. Also Halvar. Entschuldigung. Also Halvar. Ja. Ja. Was
denkt ihr denn, wäre angebracht für die Jagd eines Trolls, eines Unholds, der seit hunderten von Jahren nicht mehr besiegt wurde? Was denkt ihr, wäre eine angemessene Bezahlung dafür? Ein Silberstück. Also. Er guckt so nach, überlegt so. Ihr könnt euch was an Fällen aussuchen. In der Menge, die ich es möchte? Wie kriege ich ein Lagerhaus auf ein Pferd? Das Maß liegt bei dir. Hm? Das Maß liegt bei dir. Ich möchte nicht unvermessen sein, aber es sollte einfach nochmal erwähnt werden, dass dadurch euer Land auch wesentlich sicherer geworden ist. Nicht mehr die Gefahr von gestohlenen Kindern besteht. 16 Bären. Vielleicht euer Sohn ebenfalls gerettet ist. Das wird sich noch zeigen. Ich denke, dass wir noch mehr als über ein paar Fälle reden sollten als Belohnung. Der Vedare soll meiner Ansicht nach einen ordentlichen Preis für sein Fell erzielen. Ich habe ihm doch schon einen ordentlichen Preis bezahlt. Meint ihr, das ist ein ordentlicher Preis für so ein gutes Bärenfell? Ich kann das Bärenfell gesehen. Es ist die beste Qualität, die ich je gesehen habe. Dann nehmt das Bärenfell. Das mache ich sehr gerne. Außerdem, weil das Äxte sind stumpf geworden, nachdem er dem Troll den... Was? Nachdem er den Troll den Kopf abgehackt hat. Du hörst Volker aufstehen. Alle Waffen und Rüstung werde ich reparieren und schärfen. Und vielleicht habt ihr ja auch noch die ein oder andere Münze für unsere Reisekasse. Gucken, ich muss erstmal gucken, was ihr an Fällen überhaupt habt in euren Lagern. Ich hab die Lager mir noch nicht angesehen. Meine Gefährten kennen sich wesentlich besser mit Fällen aus als ich. Außerdem würde mir eventuell, ich meine, wir sprechen hier von Haus zu Haus, ne? Ich kann natürlich nicht für meine Eltern sprechen, aber, vielleicht würdet ihr mich unterstützen, dass Gultan Goldzahn für mich keine Gefahr mehr ist. Dass er nicht mich versucht zu verschleppen. Dass ihr im Ting für mich sprecht, für meine Freiheit spricht, gegen ihn spricht. Gut. Das können wir auf dem Ting nicht entscheiden. Das ist Gultans Sache. Aber hier seid ihr sicher, Frau Gultan. Wir werden euch verteidigen. Das ist mehr, als ich mir vorstellen kann. Vielen Dank. Vielleicht habe ich aber trotz alledem noch eure Stimme auf meiner Seite. Gegen Gultan. Sollt ihr vom King sein, dann wirst ihr hier kein Recht bekommen, euch zu verschleppen. Hab Dank. Das betrifft aber nur das Dorf hier. Das ist mir bewusst. Über eure Grenzen hinaus kann ich keinen Schutz von dir verlangen. Das geht nicht. Das ist mir bewusst. Aber danke für so viel Großmut, für so viel Geberfreude. Ja, hier bist du sicher. Ich möchte morgens bei den anderen beiden weitermachen. Hallo, ich bin einer von den Vieren.